bauen das Scalable Game Design ein, in die ganze Informatikstrategie, die wir ja haben im Kanton Solothurn. Es geht darum, die Kinder spielerisch an das Thema Programmieren anzuführen. Und das Scalable Game Design ist genau das. Vor ein paar Jahren hat man das eingeführt, so 2-3 Jahre ist das jetzt her, wo man angefangen hat mit Testschulen. Und man hat aber das jetzt auch ausgewertet. Also man hat jetzt auch die Kinder befragt, man hat Lehrerinnen und Lehrer befragt und auch die Eltern, wie sie jetzt zu dem stehen. Und jetzt heute können wir auch den Bericht öffentlich machen und es zeigt, dass das ein grosser Erfolg war. Wir machen schon unsere eigene Arbeit, wir helfen einander Kinder. Aber wenn wir eine Frage haben, kann der Lehrer kommen. Und er erklärt uns auch sehr viel, den Lehrer vorne am Smartboard. Es ist Computational Thinking und das ist sicher etwas, das eigentlich nie mehr weggeht, das bleibt, das eine Spur hinterlässt und auch für einen weiteren Werdegang, denke ich, von den Kindern wirklich einen Ausschlag geben kann. Ich finde es auch cool, wie man hier die Strassen machen kann, die Autos zeichnen. Also am coolsten, also am besten, mir gefällt natürlich die eigene Figur zuerst mal zu programmieren und auch, dass ich selber entscheiden kann, wie das aussehen soll, nicht das Vorgehen ist, wie das aussehen soll. Die Kinder werden so begeistert, dass sie dann sagen, ich muss jetzt hier in meinem Pac-Man-Spiel muss ich künstliche Intelligenz haben. Und nachher müssen wir sagen, ja, wenn du das willst, dann musst du das programmieren mit komplizierter Mathematik, also Diffusionsgleichung, und dann sagen, das macht nichts, ich brauche das jetzt. Und das ist im Prinzip der Punkt, wo wir Kinder wollen anbringen, dass sie Spiel als Kontext brauchen, zum Lehren programmieren, aber auch Mathematik. Und das Kind fast kaum noch nach Hause gehen von der Schule.